Sehr geehrter Herr Präsident, werte Mitglieder aus Regierung und Parlament. Ja, ist immer spannend. Haushaltsdebatten sind spannend. Da wird natürlich viel ausgetauscht, ist viel Eloquenz am Start und jeder meint, die richtigen Argumente zu haben. Aber ich denke mal, es ist hier doch so, wie die Rollen halt verteilt sind. Wir sagen bereits seit vielen Jahren, dass man die Politik anders ausrichten müsste. Jetzt ist natürlich ganz einfach zu sagen, auch Opposition macht mal Vorschläge. Ich glaube, das ist doch sehr ungleich verteilt, was die Opposition an Wissen und an Input bringen kann. Sie mit ihrem Mitarbeiterstab, mit so viel Wissen und Erfahrung aus verschiedenen Legislaturen, hat man es doch schwer, aus dem Stegreif was entgegenzusetzen. Und dann kommt noch dazu, und hören wollen sie auch nicht. Also muss man jetzt ganz einfach mal sagen, ja, und oh, da komme ich gleich noch zu Ihnen, Herr Minister. Nein, also ich glaube, wichtig ist eines. Die verschiedenen Minister haben zu verschiedenen Punkten Stellung bezogen. Das ist auch gut so. Und Frau Klinkenberg erwähnte eben, halt, ich habe Sie nur mit verschiedenen Aussagen, wie ich sie aufgenommen habe, konfrontiert. Es gab jetzt eine ausführliche Stellungnahme dazu. Ich glaube, uns ist allen eines wichtig, dass alle Akteure Planungssicherheit brauchen. Das ist wichtig. Und die CSP, und ich meine, dafür möchte ich wirklich heute noch mal ein starkes Plädoyer aussprechen, hat nie und wird auch nie die hervorragende Arbeit aller Tagesmütter und Tagesväter in Abrede stellen. Seit Beginn haben wir diesen funktionierenden Dienst unterstützt und uns dafür stark gemacht. Und ich bin das beste Beispiel. 1992 habe ich bereits die erste Ferienbetreuung des RZKB in Anspruch genommen. Als arbeitende Mutter auch schon vor 30 Jahren musste man halt gucken, was man in den Ferien so macht. Und die waren super betreut. Also bitte, bitte nie unser Einsatz für diesen Dienst in Abrede stellen. Das wäre nämlich nicht fair, weil es nämlich nicht so ist. Und eines ist auch wichtig, wenn man dann jetzt heute überlegt und man sucht bestimmt Lösungen, wie man das Wissen von Kaleido einbringen kann in die neue Einrichtung, da möchte ich wohl auch sagen, dass das Ministerium der DG ja auch in zahlreichen Einrichtungen vertreten ist, dies mit beratender Stimme. Also ich glaube, dass man den Mehrwert finden kann und ich glaube auch, dass da nach Lösungen gesucht werden. Nur solche Aussagen in der Presse, tja, die führen natürlich manches Mal zu Missverständnissen, aber die haben wir ja jetzt geklärt. Dann zu unserem Minister Antoniadis. Also ich meine, Sie hören ja auch manchmal nur, was Sie hören wollen. Und übrigens stehen wir nach wie vor zu den Entscheidungen, die in diesem Haus mehrheitlich getroffen werden. Und wenn dann natürlich andere Politiker aus anderen Landesteilen meinen, und Sie haben nur mit halbem Ohr zugehört, heißt das nicht, dass die CSP hier etwas infrage stellt. Vielleicht einfach nur zur Präzisierung. Wenn wir aber Fragen stellen, auf die ich heute keine Antworten bekommen habe, keine verbindlichen, wie sieht es denn aus mit den Zusatzkosten? Wird die deutschsprachige Gemeinschaft die Wohn- und Pflegezentren für unsere Senioren unterstützen? Kollege Mockel hat es ja auch gesagt, wie sieht es mit dem kompletten finanziellen Ausgleich aus? Und Butter bei den Fische, ja oder nein? Da habe ich keine Antwort drauf bekommen. Wie sieht das damit aus, dass die DG als einziger Teilstaat Belgiens die Indexierung der Lohnkosten nicht gegenfinanziert? Habe ich keine Antwort drauf bekommen. Ich denke mal, es ist immer sehr einfach, den Eindruck zu erwecken, dass hier alles im Lot ist und dass die böse Opposition ja wieder mal ja nichts verstanden hat und dass auf der anderen Seite die Mehrheit natürlich weiß, was für die Bürger gut ist. Okay. Ihre Sicht der Dinge, wir sehen etwas anders. Finanzpolitik heißt Haushaltspolitik, aber es geht da um Transparenz und Wahrhaftigkeit. Das sind Sachen, da kann, glaube ich, jeder gute Familienvater zu stehen. Sie haben uns aber auch, Herr Ministerpräsident, eben bereits aufgezeigt, dass die Parameter sich bereits verschlechterten vor der Corona-Krise. Und wie oft haben wir hier schon gesagt, dann ändert doch was an der Politik. Aber da hören wir dann, nein, wir machen das alles so wie bisher. Gut, es ist Ihre Art, Politik zu machen. Wir stellen häufig fest, dass bestehende Baustellen nie abgearbeitet werden. Man packt immer noch ein Paketchen drauf.
Und ich glaube, auch eines ist wichtig. Wir müssen auch der zukünftigen Generation ihre eigene Wahl treffen lassen. Und dafür brauchen wir Handlungsspielräume. Und die erwarten wir von Ihnen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.